Mitbekommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute gucken wir uns The Rogue Prince of Persia an. Gehört zu einem meiner Lieblingsspieleserien überhaupt. Und ja, wurde damals leider von Assassin's Creed zerstört in dem Sinne. Denn wer es nicht weiß, Prince of Persia ist sozusagen der Vorgänger von Assassin's Creed. Wäre Assassin's Creed nie entstanden, wäre das nächste Prince of Persia Game gewesen. Gut, aber genug Rant über Assassin's Creed. Wir spielen jetzt wieder einen Prince of Persia Teil, aber in der heutigen Zeit ist das ein Jump'n'Run, beziehungsweise man könnte sagen Action Metroidvania fast, könnte man das so sagen. Ja, also Jump'n'Run Roguelike eher, beziehungsweise Action Roguelike, nicht Action Metroidvania. So, dann starten wir mal direkt rein. Das Spiel gibt es zurzeit in der Early Access bei Steam tatsächlich, obwohl es von Ubisoft ist. Denn witzigerweise das erste Action-Roguelike, was die über Prince of Persia rausgebracht haben, wo mir jetzt der Name gerade nicht einfällt, das ist nicht bei Steam. Aber The Rogue Prince of Persia ist ab dem 27. Mai bei Steam erschienen. Und da habe ich halt den Key vom Entwickler bekommen. Und deswegen gucken wir uns das Spiel jetzt mal an. So, Hero of the People, Proud Warrior, Liberator, Immortal. Mhm, okay. Genau, dass er einen Krieg ausgelöst hat. Ja, okay. Aha. Okay. Evil Empire ist auch der Entwickler, der auch einer meiner Lieblings-Roguelikes gemacht hat, nämlich Dead Cells. Kann ich wärmstens nur empfehlen. Deswegen gucke ich mir auch dieses Spiel an, weil ich Dead Cells einfach nur liebe und allgemein Roguelikes sehr gerne spiele. No time to waste. Na dann. I have to stop the Huns before they reach this city. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen leiser, damit ich hier, obwohl, ich glaube, das müsste passen. So, also, wir können normalen Sprung. Wir haben einen Angriff. Ich muss echt leiser machen, das ist unglaublich laut. Ich höre mich ja kaum reden. Ich weiß, im Video ist das vielleicht ganz okay, weil ich ja mein Mikro halt sehr viel lauter ist als in-game. Ja, so ist das okay. So, also wir haben X-Taste, wir haben, okay, wir haben einen Bogen, aber der Bogen hat Ausdauer. Das heißt, er muss sich, Energie ist das, das ist keine Ausdauer. Und dann haben wir noch, und links oben haben wir Health Points. Also wie eine Estus Flask bei Dark Souls. Dann haben wir einen Dash, haben wir einen doppelten Dash? Nee, haben wir nicht. Ah, und wir haben Kick. Ah, okay. Okay. Die Animation vom Rennen sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Okay. Aha. Also wenn wir jetzt hier runter droppen, passiert nichts. Okay. Ah, okay. Er macht einen Wall. Also Musik ist richtig nice. Muss ich schon mal dazu sagen. Fantastisch einfach. Okay. Oh, nice. Mal Walljumps machen. Achso, ich darf nicht springen. Okay. Not enough energy. Achso, ich bin ja bescheuert. Ich muss ja LT drücken. Hab nicht richtig geguckt. Ah. Okay. Ach so, da hinten ist ja keine Mauer. Aber wir können es ja so machen, glaube ich, ne? Warte mal. Nee, das geht nicht. Aha. Warte mal, kann... Ach so.
Wir können auch die Hände hoch. Die Hände? Wir können die Wände auch hochlaufen. Okay. Das ist ja interessant. Achso, okay, wieder Wände hoch. Das muss ich mir erst mal dran gewöhnen. Das ist ja eine übelst interessante Mechanik. So much smoke, it's too late. The Huns are tracking the city. What have I done? I hope they managed to get out. Okay. Also warum sie den Prinzen jetzt unbedingt violett gemacht haben? Ich meine, das ist einfach der Artstyle. Also hätten halt einfach so eine dunkle Hautfarbe gegeben, würde es halt auch ziemlich cool aussehen. Ah, okay, was ist, wenn wir den kicken? Ah, okay. X, 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 na gut. Es ist klar, dass man dreimal hintereinander X drücken kann. Ach so, wenn man X gedrückt hält. Oh, macht er so ein, wie so ein Finishing Move. Also wenn ich so hier mache. Oh, das ist nice. Cool, 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 cool. RB, ach so, okay, das ist der Bogen. Ich hab, ja, das war die falsche Taste. Was ist das? Aha, okay, ein bisschen Gold. Nehme ich. Was haben wir auf der anderen Seite? Haben wir nichts, okay. Das. B. So. Das ist, das liebe ich. Das liebe ich. Einfach aus dem Grund, weil das eins der Spielmechanics war in den ersten Prince of Persia Teilen. Vor allem im ersten Prince of Persia Teil, da musstest du auch den Endboss so besiegen. Letztendlich musstest du über einen Gegner drüber springen und dann deinen Angriff machen. Und so hast du halt, wenn du nicht über einen Gegner drüber gesprungen bist, konntest du dem teilweise keinen Schaden machen. Das war sehr simpel, aber auch ganz cool gemacht. Für so ein altes Spiel, sag ich mal. So, oh, lol. Okay. Was ist hier los? Oh, was? Geht nicht? Ach so, warte, ich kann ja so hier machen. Warte, 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 warte. Okay. Boah. Und tschüss. Okay, das ist echt cool. Oh, ein Fresser. If enemies collide with one another, they become stunned. Ja gut, das ist sowieso klar. Oh, was? Oh, was? Kann mich von da oben angreifen? Na gut. So, dann heilen wir uns mal zum ersten Mal. Mal gucken, wie das aussieht. Ich muss es gedrückt halten. Ah ja. Okay. Ich find's geil, wie einfach der Text sagt, dass er ihm helfen soll und dann bleibt er trotzdem da liegen. Kann man machen, ne? Oh, was? Oha. Okay. Kann ich ja nicht mal zurückstoßen. Aha. Okay. Hier muss ich wieder hochrennen.
Knocking an enemy into a shield destroys the shield. Ach so. Beim das macht. Okay. Das heißt, wenn ich den einen. Oh Gott. Wenn ein Gegner den anderen stoße, dann geht das Schild weg. Was ist das? Find other worlds of dreams to fast travel. Okay, das ist Fast Travel Mechanic. Finde ich super, dass es sowas gibt. Machen wir mal rauszoomen. Okay. Oh Gott. Ach so, okay. Never mind. Hier ist ja. Und wie kann ich. Ja, aber nicht, wie ich das auswählen kann. Ach so, okay, ich muss. Nee, hä? Ach so, okay, also mit dem linken Pad muss ich das auswählen. Aber es ist irgendwie übelst ungenau. Nach links, nach rechts oder nach unten das machen muss, um das andere auszuwählen. Okay, mit dem Steuerkreuz ist es anscheinend besser. Funktioniert es irgendwie besser. Aber nicht so richtig. Keine Ahnung. Das ist komisch. Aber gut, wir machen erstmal die Kiste auf. So, wir haben einen besseren Bogen. Und. Nur Gold. Ja. Okay. Oh, was? Geht gar nicht? Warte, what? Ach so, ich muss jetzt den Teleporter extra dafür benutzen. Okay, ist zwar komisch, aber dafür eine coole Animation. Was gibt hier links? Ich finde es schade, dass hier. Also, das Spiel ist ja noch in Early Access, sagen wir es mal so. Aber man läuft sozusagen, das ist ja normales Action-Roguelike, das heißt, meistens läuft man ja von links nach rechts. Meistens. Aber wenn man mal nach, von rechts nach links läuft, finde ich schade, dass es hier keine irgendwie Geheimnisse gibt oder so, irgendwelche Geheimtüren oder sowas. Also, die müssen auf jeden Fall, bevor die 1.0-Version rauskommt, wann auch immer die rauskommt, definitiv da ein bisschen dran tüfteln, aber deswegen ist eine Early Access ja auch eine Early Access, ne? Oh, warte mal, das habe ich gerade. Das wollte ich nicht. Diving Attack. Runter und A. Irgendwie hat das jetzt aber nicht funktioniert. Mal probieren das nochmal aus. Nicht so. Ah, ich komme da nicht hoch. Naja, egal. The Dive Attack destroys shields. Ah ja, hier. Okay. Das ist gut. Sehr schön. So. Also es gibt wirklich sehr viele Ebenen. Aber ja, war ja auch bei Dark Souls so, Dark Souls, sag ich schon. War auch bei Dead Cells so. Ja, die ganzen Animationen, da merkt man, dass da ein cooler Entwickler dahinter steckt. Also die gefallen mir wirklich sehr. Es sind halt, also alle Animationen sind vor allem sehr, sehr flüssig. Also das fühlt sich halt nicht so. Wie kann man das sagen? Also der Style von dem oder besser gesagt, die Animationen passen zum Style vom Spiel. Das ist ja alles so ein bisschen grobkantig.
Aber dadurch, dass die Animation halt so ein bisschen, wie könnte man das sagen, also nicht Stop-Motion-mäßig. Die Animationen sind flüssig, aber sie sind trotzdem langsam. Also wenn er zum Beispiel hier hochläuft oder so, oder sowas, man sieht halt so richtig, dass er sich halt dabei anstrengt hochlaufen, weil läuft halt eine fucking Wand hoch. Also es passt halt sehr schön, muss ich sagen. Ich kann das gar nicht klären, Alter. Warum das passt, aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Also, naja, dieses Umdrehen ist noch ein bisschen komisch. Das ist was mir aufgefallen ist. Also, er dreht sich um wie ein Roboter. Das wäre ja schön, einfach wenn er so einen Schritt nach hinten machen würde. Also, seinen Körper umdrehen würde, sein Becken. Und dann so einen Schritt nach hinten machen würde. Und sich dadurch umdrehen würde und nicht wie so ein, ja, wie so ein Objekt, sag ich mal. Ah, aber dafür guckt er nach oben und nach unten, während man hier drauf sitzt. Das ist auch sehr cool gemacht. So, wir müssen jetzt weiter. Oh Gott. Oh, warte mal, ich habe mich irgendwie noch nicht dran gewohnt zu rollen. Aber eigentlich müsste ich das die ganze... Nee, stimmt, Rolle gibt es ja hier gar nicht, oder? Also noch nicht. Gibt ja nur diesen Dash. Okay, mal wieder einer. Er hat recht. Ihn zu retten macht keinen Sinn. Scheiße. Okay, wenigstens kann ich das Vieh hochwerfen. Übelst stark. Okay, also Tipp-G-Punkte gibt es wirklich viel zu viele. Aha, okay. Achso, das ist sozusagen das ganze Level. Ist aber in kleineren Abschnitten. Oh, die FPS gerade. Heiliger, ist das mit Absicht gemacht? Ich glaube nicht. Die FPS ist gerade von 60 auf 10 gedroppt. Nur wegen dieser Animation im Tunnel. Running through the city gates, the prince looked over the extent of the damage. The Huns had taken the entire city in less than 3 days. Also, bisher, was mir halt auffällt, also solche Kleinigkeiten, dass die halt von Dead Cells können sie abkopieren. Zum Beispiel, wenn eine Tür da ist, ist es totaler Quatsch, mit dieser Tür zu interagieren, sondern du bist halt der fucking Prince of Persia. Warum trittst du diese Tür nicht einfach auf? Also, und das ist ja kein 3D-Action-Roguelike oder sowas, sondern das ist ja 2D. Das heißt, es wäre halt viel besser, wenn man halt zum Beispiel Türen auftreten könnte und auch, ja, diese Sequenz durch den Tunnel, mein Gott, die kann man sich auch sparen. Also, diesen Tunnel kann ich auch durchlaufen. Aber gut, vielleicht haben die das ja so gemacht, dass die einzelnen Gebiete füreinander stehen und dadurch halt Rechenleistung vielleicht nicht so hoch ist. Das ist ja auch gut, wenn das Spiel nicht gleichzeitig alles rendert, wie in manchen Spielen. So, okay. Interagieren, was ist das denn? Oh, geil. Das ist auch ein schöner Nostalgie-Kick. Denn in Prince of Persia gab es auch sowas wie heiliges Wasser. Ich weiß gar nicht mehr die Lore dahinter. Warum das Wasser von den Brunnen das überhaupt hoch, also dich hochgeheilt hat. Aber ja, da war das halt genauso, dass Wasser überall, egal wo es durchgeflossen ist, hat dich hochgeheilt letztendlich. Das heißt, du konntest zwischendurch auch bei den Gegnern, wenn du gegen Gegner kämpft hast, gehst du einfach ins Wasser rein und dann heilst du dich am Wasser einfach hoch. Und wir haben wieder ein... Ach so, das hat mich nicht nur hochgeheilt, das hat mir auch einen Healthbot gegeben. Okay, aber das hat mich nicht komplett hochgeheilt. Also das hat nur eine grenzwertige Heilwirkung. Und man kann sich nur innerhalb dieser, sag ich mal, Abschnitte teleportieren mit den Portalen. Hier wäre zum Beispiel auch... Ah, okay, das ist die Vorstellung. Aber hier hätte ich mir auch zum Beispiel vorstellen können, dass... Oder später vielleicht, kommt das ja noch, dass man, während man slidet, irgendwie noch gegen Gegner kämpft. Das wäre auch ganz cool.
Oh, was? Ich habe voll auf die Fresse bekommen. Oh, stimmt. Habe ich gar nicht gesehen. Warte, ich wollte doch da hochrennen. Mach doch keinen Scheiß. Oh. Mein Gott, war das schlecht von mir. Ich wollte eigentlich so hier machen. Und dann wollte ich einen Attacke runter machen. Aber gut, macht ja nichts. Haben uns halt ein bisschen hoch. So. Oh, warte mal, was war da? Habe ich da was verpasst? Das kann durchaus sein. Oh, warte mal, hier ist ja irgendwas. Nee, warte mal. Muss man jetzt irgendwie anders machen. Also man muss auf jeden Fall hier hoch, dann dahinter. Nee, das funktioniert nicht. Aber irgendwie muss das ja funktionieren. Ha. Hm. Ah, warte mal, kann ich nicht... Warte. Kann ich nicht hier hoch und dann nach links springen? Nein, meinte ich nicht. Boah, muss mich echt an die Steuerung gewöhnen. Die ist nicht eigenartig, aber... Ah ja, okay, so hier. Okay. Was ist das? Aha, okay. Oh, das war falsch. Nee. Ach, komm schon. Wow. Boah, das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Also hier auf jeden Fall so. Wie komme ich denn... Nein! Okay, gut. Wir sind zumindest nicht komplett unten. Warte mal. Nee. Warte. Ich krieg das noch hin. Gibt's doch nicht. Ich dachte, ich muss... Was? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe, ehrlich gesagt. Hat mich jetzt massiv verwirrt. Hä? Achso, ne, ich muss ja... Okay, und jetzt? Muss ich jetzt hier runter? Warte mal. War da vielleicht noch irgendwas, was ich verpasst habe? Wir gehen dann noch mal kurz hoch. Wenn ich das hier heute noch schaffe. Und hier muss ich... Ah ja, okay, jetzt habe ich gerafft. Einfach rennen oder dann kurz springen. Aber was habe ich jetzt damit geöffnet? Die Frage. Komme ich hier irgendwie? Ah ja, okay, genau, hier wollte ich hin. Oh nein, da ist extra Gold. Nein, da komme ich jetzt nicht mehr hin, ne? Doch, hier komme ich hin, aber... Problem ist... Ah ja, doch, ich kann zwischendurch... auch rennen. Okay. Also ich kann so hier. Ich kann jumpen, also erst hochspringen, dann Walljumpen. Wallrunning machen, so rum. So. Okay, nice. Haben wir noch eine Kiste freigeschaltet. So, Gold nehmen wir immer an und das ist ein Chakra. Okay. Funktioniert das Ding? Das ist natürlich sehr viel cooler als ein Bogen. Ja, komm, behalten wir mal, obwohl der weniger Schaden macht. Aua, aua, aua. Kriegt ja übelst aufs Maul. Meine Fresse. Ich wusste jetzt gar nicht, wie ich gegen dieses fliegende Vieh kämpfen soll. Wow, ich hab das ganze Leben verloren. Oh, nice. Was ist das denn? Double Daggers. Habe ich denn genug Gold? Jawohl. So, das ist nur ein Upgrade.
Und wir können nochmal upgraden. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, jetzt können wir aber... Achso, und der Typ, der bleibt da. Wir müssen ja weiter nach rechts einfach, ne? Was auch auffällt, die Animation, wenn er in ein TP reingeht, also wenn man sich irgendwo hin teleportiert, wenn ich jetzt zum Beispiel hier hin teleportiere, guckt mal an, wie er in den TP reinfällt. Manchmal fällt er rein, manchmal springt er rein, also da haben die auch auf jeden Fall sich was einfallen lassen. Ja, manchmal springt er sogar von der Seite rein, also sehr, sehr kleines Detail, aber sehr cool gemacht auf jeden Fall. Okay, hier können wir weiter. Okay, hier müssen wir... Warte mal, kommen wir jetzt überhaupt hier hoch? Ja. Weil das war ein Ding in den Prince of 3D-Teilen in Prince of Persia. Da konnte man nämlich, wenn man im Wasser steht und die Füße sozusagen nass sind, beziehungsweise die Schuhe nass sind, konnte man kein Walljump, beziehungsweise... wie nennt sich das nochmal? Wallrunning machen, genau. Das heißt, man konnte an Wänden nicht hochrennen, weil man halt nasse Füße hatte, sozusagen. Du bist dann einfach ausgerutscht. Aber hier ist das anscheinend nicht so. Hier, das ist egal. Oh, was ist das? Okay. Also man kann auch anscheinend, ach so. Oh. Okay. Aber das Ding ist, ich habe jetzt nur noch ein Leben. Naja. Mal gucken, ob ich das überlebe. Glaube ich nicht. Weil ich habe noch die ganzen Kombos, sage ich mal jetzt, noch nicht verinnerlicht. Was ist das? Oh ja, okay. Hä? Ja, easy. Okay. Ich finde auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass man Dash hat und keine Rolle. Also ich würde, weil ich präferiere eigentlich Rollen in Roguelikes. Einfach weil, erstens weil es cool aussieht und zweitens, weil du dann halt auch zum Beispiel Attacken wie, keine Ahnung, Bogenschützen oder sowas ausweichen kannst. Aber vielleicht bist du ja unverwundbar, das weiß ich noch nicht, während der Rolle. Und ja, das habe ich zum Beispiel schon wieder komplett vergessen. Dass man ja über die Gegner drüber springen kann mit B. Ah, in der Luft kann man auch angreifen. Das ist auch nice. Oh. Ach so, also während des Dashes ist man, glaube ich... Bin kurze Zeit unverwundbar. Bin ich mir aber noch nicht. Ich hätte Wallrunning machen müssen. Scheiße. Hab ich gar nicht gesehen. Ich bin tot. Okay, gucken wir mal die Dev-Animation, da müssen sie noch an der Performance arbeiten. Da droppt die FPS auf knapp 20. Death impossible for this baller. His baller protects him. Ja, wie auch immer. Na dann. Okay. Aha. Ich habe mich aber anscheinend in eine andere Zeit teleportiert. Okay, dadurch, dass ich gestorben bin. Bin ich in einer anderen Zeitspanne. 3 days since the city was invaded. Okay. Das heißt, dadurch wird sich vielleicht irgendwas, ja, Neues eröffnen. Keine Ahnung. Das war Zeitreisen, gab es ja auch in Prince of Persia. Oh Gott, nicht the two Thrones, sondern eigentlich Warrior Within, genau. Das ist der zweite Teil von den 3D-Teilen gewesen. Einer meiner Lieblingsspiele übrigens ever. Und auch natürlich mein Lieblings-Prince of Persia. Also wenn die irgendwann Warrior Within remastern, bitte, 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 bitte Ubisoft. Ich liebe dieses Spiel.
Okay. So, okay. Ja, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich würde sagen, noch so 10 Minuten oder so. Und dann war es das erstmal für das Video. So. Argos Village, okay. Kommt wieder. Na, ja. Wieder fürchterliche FPS-Drops. Bis wir in Sargeros Village sind. Ach du Scheiße, auf 7 FPS bin ich gerade. Jesus. Why? Aber gut, wie schon gesagt, nicht zu vergessen, es ist ein Early Access-Titel. Also wenn ihr euch es kauft, müsst ihr damit rechnen. So. Auf. Okay, direkt eine Kiste. Let's go. Was macht er denn? When kicking enemy, red resin. Adding some powerful items and can trigger various effects. Ach so, okay, und nach Bossen kriegt man das auch. So, die muss man dann ausrüsten. Also wenn ich Gegner klicke, können wir ja gleich ausprobieren. Sehr cool. Da ist unten so ein Flammen und ich denke mal, der macht Schaden oder so. Mal gucken. Ah, der Jump nach hinten ist natürlich auch richtig geil. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Dass er rückwärts springt. Sieht richtig nice aus. Okay. Was ist das? Aha. Okay. Neuer Eingang. Oh Gott. Ja, das war dumm. Oh Gott. Warte mal, wie spiele ich eine. Ach nee, Quatsch, ich muss das ja so hier spielen. Nein, das war auch falsch. Ach, Alter. Mein Gott, war das schlecht. Ha, okay. So hier, denke ich mal. Okay. Nice. Ach so. Ja, toll. Mein Item ist runtergefallen. Fantastisch. Okay. Ach so, also der, ich kann den entweder zerstören, den einen, oder ich mache den natürlich hier rein. So, was ist das? Ach so, das ist Blueprint, neue Waffe. Nice. Und die HP wird erhöht. So, das war's. Okay, das sind so sozusagen kleine Bonus-Level innerhalb eines Levels. Sehr cool gemacht. Was macht der hier? Was killt er da oben? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aha, den kann ich aber auch nicht treffen. Ah doch, so hier. Oh, aua, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Mich verarschen. Komm her, Alter, du Bastard. Mit dir. Junge, Junge, Junge. Okay. Oh, sehr gut. Kiste. Oh, das Gold nehmen wir immer mit. Und hier haben wir
34 Damage nur? Nee, das ist ja übelst schlecht. Das ist ja übelst schlecht. Komm ich. Aua! Wie kann ich hier denn richtig. Nee. Ich will das nicht. Also eigentlich kann ich die Typen auch komplett ignorieren. Aber. Keine Ahnung. Meine ist ja extra Gold. Frag mich, wie ich die. Weil mit dem Bogen kann ich, soweit ich weiß, nicht zielen. Hm, komisch. Oh mein Gott. So. Ich find's halt komisch, dass die einfach nur da rumsitzen und nicht. Na, jetzt muss ich ja gegen den kämpfen. Aha. Okay, der ist tot. Wie kämpfe ich gegen den richtig? So, ich muss den einfach runterstoßen. Okay. Nee, das Resin, das macht aber keinen Schaden anscheinend. Komisch. Oh Gott. Das war übelst schlecht. Oh mein Gott, ich habe fast kein Leben. Ich spiel gerade so schlecht. Okay, jetzt haben wir wieder einen Shopkeeper. Besseren Bogen. Ich glaube, ich muss mich heilen. Ja, ich muss mich definitiv heilen, sonst bin ich RIP. So, was ist das? Okay, aber jetzt. Ah ne, doch. Hier. Aha. Hier kann ich so reinmachen. Genau. Okay, wir können jetzt hier auch nochmal. Aha, hier können wir aber nicht backtracken. Also wenn wir jetzt zurückgehen. Jetzt einfach mal hier hingehen. Gibt's hier irgendwas? Oh ja, hier ist ein Questgeber. Okay, Hunt's Camp. Access this area on your next attempt. Aha. Alles klar. Oh Gott, ich hab diesen. Ich hab dieses Scheiß für dich gesehen. Da ist es. Oh, lol. Oh, okay. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Oh mein Gott. Was ist denn los mit mir? Ich spiele so schlecht, ey.
Pferd ist tot. Jetzt überhaupt hin? Wieder nach rechts oder nicht? Ja. Aua. Also dieses Vieh. So, mal wieder schlecht. Und wir nehmen den Kollegen hier mit. War, hab ich irgendwas? Ah ja, ich habe eine Kiste. Passt. Let's go. When an enemy collides with an obstacle or sucks in energy points. Okay, das ist cool. Will ich hier hin? Nein. Oh mein Gott. Komm schon, ey. War doch ein dreckiger Trick. So, hier können wir was austauschen. Ein Tabak. 121, 110. Was gibt's hier? The last blow in the combo stuns nearby enemies. Okay. Warte mal, was steht hier? Ja, wir nehmen mal was Neues, ne? Wir uns mal auf. Oha, Alter. Junge. Wie das absolut nicht passt zu. Obwohl, ja, also es gab auch. Ich glaube verschiedene Waffen, sag ich mal, bei Prince of Persia. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das nicht passt. Ach du Scheiße, ist das heftig. Nee, passt. Ist witzig. Machen wir hier unten was? Nee. Was haben wir hier? When hitting an enemy from afar, release a cloud of poison. Ja, das würden wir halt. Ja, dieses Resin ist zurzeit irgendwie. Ich weiß nicht, das ist total nutzlos. Also, weil. Das verlangsamt die Gegner, glaube ich, nur. Also, das ist übelst komisch. Gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle hören wir jetzt nochmal auf. Das reicht für den Ersteindruck. Beziehungsweise, naja, nicht unbedingt für einen Ersteindruck. Einen Ersteindruck würde ich erst nach ein paar Stunden geben wollen, aber bisher gefällt es mir auf jeden Fall sehr. Klar, paar Performance-Schwierigkeiten, aber die sind immer nur an Stellen, wo halt irgendeine Animation ist, also Ladebildschirm letztendlich oder sowas. Deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. Sonst lief das Spiel die ganze Zeit meinen stabilen 60 FPS, so wie ich es haben will. Und ja, ich muss sagen, zwei Dinge. FPS und Style, beziehungsweise wie die Animationen aussehen, gefällt mir sehr bisher. Kampf ist okay bisher, aber sie müssen auf jeden Fall noch ein paar Dinge dazu machen, weil das Ding ist, wenn man das jetzt auch, klar, man sollte das nicht unbedingt mit dem letzten Roguelike von Ubisoft vergleichen, also beziehungsweise mit dem letzten Prince of Persia Roguelike, aber letztendlich ist es von derselben Firma, ne? Also nicht vom selben Entwickler, aber es ist von Ubisoft als Herausgeber und deswegen muss man es ja vergleichen. Ich glaube, das hieß
The Crown, Prince of Persia oder sowas? Oder Prince of Persia, The Crown. Ich guck. Persia. Ah, Last Crown. The Last Crown hieß das, genau. Wenn man das mit dem Spiel vergleicht, kommt dieser Titel nicht so gut an, aber das ist ja auch eher ein Indie-Titel, darf man ja nicht vergessen. Natürlich ist der Herausgeber Ubisoft, aber der Entwickler Evil Empire ist ja nicht so groß wie fucking Ubisoft. Das darf man ja nicht vergessen. Deswegen, ja. Ich würde am Kampfsystem auf jeden Fall noch ein paar Dinge ändern, indem man vielleicht noch ein paar Kombos hinzufügt, dass man halt nicht nur dreimal angreifen kann, sondern halt bis zu viermal angreifen kann und dass man den Kick und die normalen Attacken irgendwie miteinander kombinieren kann. Das heißt, dass man ab und zu mal XY, also sowas wie bei einem Mortal Kombat und so, dass man das miteinander verbinden kann. Was weiß ich, XYX ist eine Attacke, YYX ist eine andere Attacke. Also das Spiel vom Kampfsystem schwieriger, beziehungsweise mehr, ich würde nicht unbedingt schwieriger sagen, einfach, dass man mehr Möglichkeiten hat, Gegner zu killen. Weil die ganze Zeit mit einem Angriff ist das ein bisschen öde. Auch wenn man natürlich verschiedene Waffen hat. So, das war's erstmal von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Prince of Persia oder einem anderen Teil. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken und reingehauen.